Herzlich willkommen zu dieser Videoanleitung im Rahmen des Moduls Wissenschaftliches Arbeiten 4.0. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Literatur in Citavi eingeben können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Grundsätzlich können Sie jede Quelle manuell einfügen. Klicken Sie dazu oben links auf Titel. Wählen Sie anschließend den gewünschten Dokumententyp aus. Wir möchten Ihnen die Eingabe am Beispiel einer Pressemitteilung aus dem Internet zeigen. Das ist die Statistik, die wir zitieren möchten. Bei Statista müssen wir allerdings zunächst die Primärquelle abrufen, denn Statista ist eine Sekundärquelle und darf somit nicht zitiert werden. Dazu klicken wir links auf Veröffentlichung und anschließend auf den Link unterhalb von Herkunftsverweis. Im sich öffnenden Tab öffnen wir die Pressemitteilung im PDF-Format. Diese finden wir hier. Hier finden wir alle relevanten Informationen, die wir nun in Citavi übertragen müssen. Hierbei ist es sinnvoll, das eine Fenster auf die rechte Seite des Bildschirms zu schieben und das andere Fenster auf die linke Seite. So kann man parallel arbeiten. Die Institution, die wir hier nennen müssen, ist die Kreditreform Bonniversum GmbH und der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel in Deutschland e.V. Der Titel des Dokuments lautet: 7 von 10 Deutschen nutzen Smartphones und Tablets zum mobilen Einkauf. Nun müssen wir noch eine Kontaktperson eintragen. Diese finden wir hier ganz unten. Im Feld Kontaktadresse tragen wir die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse ein. Anschließend brauchen wir noch das Datum. Das Datum finden wir ganz oben im Untertitel. 30.05.2016. Ort ist Berlin und Neuss. Die Online-Adresse können wir aus der Adresszeile des Firefox-Browsers übernehmen. Und im Feld zuletzt geprüft am klicken wir rechts und wählen dann aktuelles Datum einfügen. Für den späteren Beleg sind zwar nicht alle Informationen erforderlich. Grundsätzlich sind vollständige Datensätze in Citavi jedoch besser als lückenhafte. Auf der linken Seite von Citavi können wir nun sehen, dass die Quelle erfolgreich hinzugefügt wurde. Eine weitere, deutlich bequemere Möglichkeit, Quellen hinzuzufügen, ist die Eingabe über die ISBN-Nummer. Beispielsweise könnte ich mir aus der Bibliothek ein Buch zum Thema Mobile Payment besorgt haben. Um es hinzuzufügen, klicke ich in Citavi in der oberen Leiste auf ISBN bzw. den kleinen Zauberstab. Die ISBN-Nummer finden Sie auf der Rückseite des Buchs oder im HRW-Bibliothekskatalog. Nachdem Sie die ISBN-Nummer in das Feld hier eingetragen haben, klicken Sie auf Eingabe übernehmen. Anschließend sucht Citavi nach dem Buch. Es erscheint nun in der Ergebnisliste. Mit einem Klick auf Titel übernehmen ist das Buch in unserer Literaturdatenbank aufgenommen. Es ist grundsätzlich sinnvoll, die Informationen, die Citavi automatisch ermittelt, noch einmal kurz zu überprüfen. Eine weitere, auch sehr bequeme Möglichkeit, Literatur hinzuzufügen, ist der Citavi Picker. Dies ist eine kleine Browser-Erweiterung, die in der Regel zusammen mit Citavi installiert wird. Wir zeigen die Anwendung beispielhaft am Firefox-Browser. Der Picker funktioniert aber auch mit Google Chrome oder Internet Explorer. Öffnen Sie Firefox. Den Picker müssen Sie zuerst aktivieren. Dazu drückt man Steuerung, Umschalt und A. Nun öffnet sich das Fenster zur Verwaltung von Add-ons. Klicken Sie links auf Erweiterungen und dann neben dem Eintrag für Citavi Picker auf Aktivieren. Wenn der Citavi Picker bereits aktiviert wurde, wie das hier der Fall ist, müssen Sie nichts extra unternehmen. Ansonsten klicken Sie auf Jetzt neu starten, um die Aktivierung fertigzustellen. In der Videobeschreibung finden Sie eine Anleitung, wie Sie den Picker in anderen Browsern aktivieren können. Nun zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem Citavi Picker recht einfach gefundene Bücher in Ihre Literaturdatenbank aufnehmen können. Öffnen Sie die Seite scholar.google.com. Wir suchen beispielhaft nach Rogers Diffusion of Innovation, ein Standardwerk in der Adoptionsforschung. Ich klicke nun auf das Suchergebnis, das als Buch gekennzeichnet ist. Auf der folgenden Seite können wir in das Buch hereinschauen. Klicken Sie links auf Über dieses Buch und scrollen Sie dann ganz nach unten zu den bibliografischen Informationen. Dort sehen Sie neben der ISBN-Nummer ein kleines Citavi-Symbol. Klicken Sie darauf.
Anschließend wählen Sie das vollständige Suchergebnis aus, das ist in diesem Fall das obere, und klicken Sie anschließend auf Importieren. Wenige Sekunden später ist das Buch in Ihrer Sammlung aufgenommen. Kontrollieren Sie auch hier, ob alle erforderlichen Angaben korrekt erfasst wurden. Hier fehlt zum Beispiel der Erscheinungsort, der zusätzlich recherchiert werden müsste. Der Picker funktioniert auch im Bibliothekskatalog der HRW. Suchen Sie zum Beispiel nach Wöhe, wenn Sie das Standardwerk zur Betriebswirtschaftslehre in Ihre Sammlung aufnehmen möchten. Klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis. Jetzt sehen Sie bereits das Citavi-Icon, über das Sie das Buch bequem in Ihre Sammlung aufnehmen können. Wie Sie sehen, haben wir innerhalb von kurzer Zeit 3 Quellen zu Citavi hinzugefügt. Im nächsten Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Word mit Citavi verknüpfen und korrekte Fußnoten sowie ein Quellenverzeichnis anlegen können.